Bang bang. Bang bang. Bang bang. Hashtag bang, of bang. Oh nein. Oh nein. Nee, das ist noch too soon. Ja, da müssen wir wohl gleich mal. Hallo Gino. Hey Gregor. So. Am Tag des Quizzes haben wir uns. Hier, da freut sich Leute auch. Ja, endlich. Wir haben unsere Schuldigkeit schon bei Beans on Ice getan. Das reicht zweimal für euch. Zweimal, weil Wolf nicht gesehen hat. Ja, du musst uns wiederholen. Egal, wir sind beim Ältesten. Wir quatschen mit dem Ältesten hier in Heimdall. Und was hat er zu sagen? Da. Wie war das? Mana-Blatt. Ein Mana-Blatt-Cloud. Letztes Mal Mana-Blatt-Cloud. Mana-Blatt-Cloud. Das hört sich eher wie eine Anschuldigung als ein Mana-Blatt-Cloud. Oh. Was, Rudi? Deine Mana-Blatt-Cloud bei Kick. Mana-Blatt braucht? Ja, wir brauchen das Kraut. Das ist eine wichtige Pflanze, die wir Elfen für unsere Magie benötigen. Wir können sie nicht jeder x-beliebigen Person, wir können das nicht mal sagen, wo sie wächst. Kann man da was machen? Ja. Ohne Pflanze stirbt eine Freundin von uns. Nee, kann man nichts machen. Meint ihr denn das? Sie hat Engelseffekt. Nein, chronisches Angelus. Chronisch Angelus Crystallus Inofficium. Okay, Priscilla weiß. Also, ja, genau das eben. Was? What the fuck? Das ist Mattels, ja. Oh fuck, deshalb hat Kratos also. Was? Ihr kennt Kratos? Hat wir gerade. Was Mattel? Was ist hier los? Was geht denn jetzt hier? Kratos und Mattel? Macht euch keine Sorgen wegen Kratos. Ja. Mana-Blatt-Kraut wächst in einem Gebiet südöstlich von hier in der Latheon-Schlucht. Sie liegt tief in den Bergen, von Nebelschleien umgeben, zeigt dem Wächter diesen Stab. Den ich bereits in der Hand habe. Euch nichts weiter meinen zu sagen, ältesten Mensch. Stab habe ich gezeigt. Meinen ältesten Stab. Ich habe euch nichts weiter zu sagen, Menschen. Nehmt diesen Stab und verpisst euch. Menschen. Das klingt so. Das klingt ab. Ja, aber du weißt ja, Elfen müssen ja immer hochnäsig sein und nicht nice. Vorbei müssen wir euch erst besiegen. Ach, halt die Schnauze, ey. Komm, bring it on. Der heißt aber Dalli. Genug Leute mit Tragödien. Was? Tragödien? Ich hasse Leute, die hier verschwinden. Was? Aber wir gleich mal ins Wasser schubsen. Gleich mal wegschubsen. Also. Ich sag Dalli immer noch. Okay, der muss Dalli sein. Das ist Odin. Kev? Cookie. Aber Cookie, gefühlt war da schon. Cookie ist süß. Wie hieß denn der andere, den wir vorhin getroffen haben? Coco. Coco und Cookie. Ja, stimmt. Deshalb, nur weil es sich reimt. Also, das reimt was? Okay, es ist ja Harry Potter, es tut mir leid. So. Schafft. Immerhin, 12 Punkte. Ja, nicht schlecht. Es war eigentlich hier, den Johnny haben wir gar nicht. Zuckerpüchen, wie geht's dir? Nein, mit Menschen sind diese Dinge verboten. Hier ist das ein Mischgel. Diese Dinge verboten. Diese Windmühle enthülsen wir die Nüsse des Waldes. Was ist das? Eine Windmühle zum Enthülsen von Nüssen. Hab ich auch noch nie gesehen. Wie soll das denn gehen? Hey du, ich zeig dir meinen Stab. Wir haben die Erlaubnis, Digga. Hallo? Muss ich ihn ausrüsten? Nee, das muss automatisch gehen. Jetzt kommt gleich diese Schlucht, wo man mit dem Blubberbläschen fliegen muss. Weißt du noch? Okay. Da war nur diese großen Bläschen. Da war was. So aber. Hallo? Also, er lässt mich nicht vorbei. He doesn't let me over. Hier, kommt nicht. Hat er nicht gesagt, zeigt ihm diesen Stab? Ja, und erhalten Stab des Stabes. Vor allen Dingen, er hat den Stab ja auch nicht mehr. Ja, ich habe ihn ja bestimmt hier, beim Stabi. Da, Runenstab. Stab des Ältesten. Nee, Stab des Ältesten. Ganz klar. Achso. Zeige ihn dem Wächter in. Ach, der Latheon-Schlucht. Das ist der Wächter des Waldes und nicht der Wächter der Schlucht. Ach so. Oh, sorry, Wächter. Sorry, falscher Wächter. Wow. Okay, wo ist dann die Latheon-Schlucht? Wollen wir da erstmal rausgehen, vielleicht Genius und Rain holen, vielleicht sagen die ja irgendwas dann. Ja, vielleicht heißt es, die Latheon-Schlucht ist hier links um die Ecke. Ja, du hast absolut recht. Du hast absolut right. Ich kann mir vorstellen, dass mit den beiden das funktioniert nur. Ich suche mich hier drüben. Wie soll man mich denn suchen, Mann?
Schau mal, Fremde. Was? Du sollst ihm mit dem Finger drauf zeigen. Seid ihr Kunden? Kunden von was? Des Ladens. Okay, hier hinten lang waren wir schon gegangen. Hier ist Eingang. Lasst ihr den Ort? Ja. Oder müssen wir doch abkürzen? Also wir können direkt wieder raus. Ach so. Das heißt, wir müssen doch dadurch. Check mal, bevor ich jetzt die halbe Welt durchsuche. Ja. Aber ich kann jetzt hier den beiden schon mal ihre Sachen ausrüsten. Ausrüstung, ey, ich komme durcheinander. Sie hatte schon einen Rundstab, shit. Egal. Geil, können wir wieder verchecken. Ach so. Also. Ist der hier in the city? Oder ist es anderswo? Schlucht, die Schlucht. Nee, das muss da sein. Obwohl, guck mal. Hier, also. Aber hier steht: Use the quick jump function to skip Emir Forest and return to field to the field map. Okay, hab ich gemacht. Und dann? Und dann gibt's da irgendwie. Die Lathion Gorge. Located southeast of the Emir Forest. Southeast. Okay. Enter via this trail. This trail edge to the mountain range. Das heißt, das ist so eine ganz enge. Ja, genau, da ist es. Oder? Latium-Schlucht, alles klar. Alter, das muss man sich finden irgendwo. Da ist er. Guck mal, der hat sogar einen Stab. Ihr scheint den Stab zu haben. Ja, könnte ja passieren, alles klar. Die beiden sind wieder drin in der Party. Wollen wir Jeffinus mal miteinander nehmen? Ja, und dann wollen wir Coletti mal. Coletti, ja. Das ist gut. Also nicht immer noch ein Tipp für uns, was hier die Unisono-Attacke angeht. Ach ja, stimmt. Ja, Rain und Lloyd sollten, glaube ich. Nee, oder. Rain hat Photon. Photon mit Sonic. Nee, mit. Oder mit mir? Mit diesem Tempel, mit dem Psy-Tempest. Psy-Tempest? Ja. Nee, Victory Lightspear war das. Nee, das, was er da vorne, das muss Victory Tempest. Lightspear, alles klar. Ich benutze nur die mit den, ohne dass ich das Steuerkreuz drücke. Ja. Also deshalb lassen wir die ersten. Aber ich weiß nicht, ob das. Vielleicht habt ihr kurz einen Tipp. Ja, ihr könnt uns ja. Wir können ja währenddessen sagen, genau. Was wir da machen können. Was ist das für eine Blume? Also wir haben jetzt Colette, Lloyd, Zelis und Rain. Wenn ihr da irgendwie genau. Einen Tipp habt, könnt ihr das ja. Was machen denn die Blumen denn da? Da müssen wir noch Wind in die Blase aus. Und dann ja. Rüber. Alter. Was passiert denn da? Ja, ich habe in einem Buch gelesen, es gibt eine Pflanze, die Winter erzeugt, wenn sie gefüttert wird. Ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue in sie. Die Blume da drüben stößt Wind aus, heißt das. In ihr Futter wächst in diesem Tal. Ja, das wäre logisch. Sag mal, bilde ich mir das ein oder ignorierst Zeit. Du meine, in letzter Zeit meine Liebeserklärung? Ich glaube, alle ignorieren sie. Ja? Ich glaube auch. Sind mittlerweile an einem Punkt angekommen. Also die Blumen reden miteinander. Zelis, bist du mal vielleicht still? Wir lassen dich sonst hier stehen. Pupperzücke. Noch eine Gemme? Gemme. Okay, lass mal kämpfen hier, da. Jetzt können wir mal ausprobieren. Okay. Mal sehen, ob was anschlägt. Schade. Nee. Da muss es doch was anderes gewesen sein. Irgendwer hat er noch. Ich schreib mal bitte die Unisono, das macht ihr doch sonst immer. Pass auf, du hast viel Energie verloren. Ach ja, jetzt macht die immer Holy Song. Lass dann das doch lieber was anderes machen, Holy oder? Song können wir abschalten. Oder so, ja. Und ich koch mal. Oh, nice. Schöne Rahmensuppe. Ja, Rahmeintopf. So, ja, wir schalten mal Holy Song bei ab. Was ist mit deiner Brille, fragen die Leute hier die ganze Zeit. Achso, ja, was ist mit der Brille? Da, Super Sonic Thrust von Lloyd und Ray von Rain. Also, Super Sonic Thrust. Da. Ja. Und Ray, hat Ray, Rain überhaupt Ray? Ja. Da. Okay. Colette hat hier Ray's Rust und Victory Lightspear. Haben wir von Rain auch alle Attacken ausgestellt? Weil die können wir wieder anmachen. Ich glaube, wir hatten sie wieder angemacht. Warte mal, wo war es in der Tech, ne?
Und von Colette muss auf jeden Fall dieses eine... Ja, Holy Song. Machen wir mal... Vertraut? Aus. Ja. Ich, ja. Doch. Nicht doch vergessen. Ja, ja, vergessen können wir eh nicht, aber ausgemacht. Ja. Aber ich hatte die Dinger wieder angemacht, alle, ja. Okay. Die anderen sind eigentlich... Okay, dann haben wir Ray und... Genau. Ich hatte noch Monatslinsen übrig, die noch ein bisschen halten. Bevor ich sie wegschmeiße, wollte ich zumindest zwei oder dreimal noch benutzen. So, jetzt habt ihr es. Jetzt habt ihr mehr euch. Ne? So, jetzt weiß ich schon nicht mal, wo es weitergeht. Du musst doch Mana-Ring-Dings ändern. Achso, habe ich. Ach, ich hab. Ja, genau. Klar, ich bin blöd. Musst du da hoch und dann. Okay, lass mich mal. Oh. Ach komm, ich habe mich gerade verblubbert. Why you in such a hurry to die? Nice. Sag mal, warum? Ach so, du hast mal. Ach so, muss gleich nochmal Zellas Attacke ändern. Ach, er hat's auf. Da. Ah, okay, ja, ja. Hat's auch dein richtiges Zeug, genau, geändert? Ja, ich wundere mich. Okay, das ist, weil natürlich not so nice. Ich hatte Double Demon Fang auf Normalkreis. Ja, das ist natürlich scheiße, dass das ja auch. Oh, Gesundheit. Entschuldigung, das war zum. Ja. Da hatte ich Double Demon Fang ganz oben. Soll ich den mal wechseln? Nee, ganz oben. Also ja, nicht. Aber dann kann ich die Combo-Attacke nicht mehr so easy ausführen. Wie meinst du? Weil jetzt, wenn ich das hier da oben ändere, dann ist deine Combo-Attacke wieder auf Double Demon Fang, wenn ich einfach nur die Tasten drücke. Das heißt, aber das ist ja egal, weil du machst ja jetzt mit Drain. Ach, ich mach mit Drain? Deins ist ja mit, ach ja, okay, mit Drain. Stimmt, ja, stimmt. Du hast absolut recht. Das haben wir ja nochmal geändert, weil deins war ja nicht. Ach ja, die Frucht der Geben, ne? Ja, genau, die Kirima. Ja, wer weiß, wann man diese braucht. Ach, eure Taschen sind voll mit Kirima. Okay. Ah, hier ist aber High Life heute, ne? Was ist denn los? Sag mal, ist das ein Seepferdchen, was 800 Kilometer schon, außerhalb, ne, vom Meer? Oh, ich bin vergiftet. Da kommen wir bestimmt hier. Ursprung gelernt. Purify, siehst du? Genau, nice, das was du brauchst. Sehr geil. Ein Glück, dass du vergiftet warst, sonst hättest du den Spruch nicht gelernt. Seepferdchen. Yes. Ein bisschen spät, Fieber. Ja. Eine leckere Amango haben wir gekriegt. Eine Amango? Nee, gibt's? Eigentlich nicht, oder? Aber nicht, dass ich wüsste. Weißt du, wer Amango sagt, muss doch B-Mango sagen. Ja. Aber wir haben Kirimas. Ah, und wir können den Kirimas oder Amango geben. Den Blumen. Dann nehmen wir nochmal eine Kirima. Okay. Jetzt erstmal dahin fliegen, oder? Ja. Ja. Pupsi. Ah, nice. Nochmal Kirimas. Und eine Schneggi. Bin ich vorbei, eine Schneggi. Was ist denn das für Meeresviecher irgendwie? Ja, ist ganz weird. Oh, schade. Gungnir. Oh. Oh. Oh, nicht schlecht. Das ist ja wirklich gut, ja. Das ist, vielen Dank, das ist eine gute Unisono. Die wird uns bestimmt bei dem einen oder anderen Boss durchaus mal nützen. Wenn das wirklich 5000 auch bei denen abzieht. Ja. Ich meine, das Maximum, was wir jetzt hier an Boss-Energie haben werden, das wird wahrscheinlich in so Richtung 30, 40 oder 50.000 gehen. Das wäre glatt mal 10. Ganz geil, ja. Das Ding ist, dass Ray davor trifft ja auch tendenziell mehr als nur einmal so wie Was passiert denn da gerade mit Rain, die so Blinks hat? Ready? Die hat irgendwas. Noch ein bisschen Eintopf. Ja, mein Topf. Da ist ja gerade ein Hai mir entgegengekommen.
ein Tuzilla und ein Seedrache. Tuzilla. Oh, sehr gut. Okay, das. Was immer nicht? Da. Nice. War voll Pibi Pubi Fax. Boah, da sind ganz schön viele. So. Level 3. Gemme. Oh, Mimic? Ich hab Bock. Aber wir haben nicht gespeichert, ne? Ja, sieht so aus, oder? Lässt sich überhaupt nicht öffnen. Durch irgendeine Kraft versiegelt. Mir gefällt das Ding irgendwie nicht. Nicht damit, also wir können nicht mal was machen. Ach, oder es ist so eine schwarz-dunkle Waffe, die man... Ah, wahrscheinlich. Irgendwie ne? So. Die Taschen sind voll mit Kirima. Gehen wir Kirima. Ach so, man kann aber Kirima, Amango... Oh, die beiden Sachen. Ach so, die beiden. Bisher waren es Kirima war für die Pflanzen, vielleicht aber nehmen manche Pflanzen auch ein bisschen was anderes. Ist hier eine Kiste? Nein. Oder die machen halt andere Sachen, ne? So, Nee, ich glaube, so wird's nichts, ne? Okay. Ach so, wir müssen so und dann von der nach links. Uns pusten lassen, während wir fliegen wahrscheinlich schon, ne? Ja, aber kommen wir da. Ja, von hier kommen wir ja weiter. Ja, ja. Ne? Deshalb. Und jetzt puste ich nur nach links. Ja. Ah ja, okay. Sehr gut. Oh ja, noch eine Frucht. Das ist ja Mango. Vielleicht brauchen wir Spiel. Wir haben aber schon ja Mango, egal. Okay, können wir so noch mehr pflücken. Oh, ich kann ja viel. Ach guck mal, man kann. Vielleicht hatten wir schon 10 Kirima und jetzt pflücke ich ohne Ende Mangos. Jetzt sind meine Taschen voll. Voll. Okay. Alles klar, also man kann nicht nur eine tragen. Welche, muss dann deswegen welche pflücken wahrscheinlich? Also. Ja, wir werden dann paar, probieren ne? Müssen, dann können wir uns mal angucken, wie viel wir. Guck mal, 20 haben wir. Okay. Hier ist doch. Das heißt, du hast immer 5 pro. Wie, ja, wie sieht sie denn aus? So sieht eine Amango aus und so eine Kirima. Von innen nach außen gestippt. Die hat sogar Haare hinten dran. Aber Kirima klingt mega lecker. Ja, Amango würde ich auch essen. Amango. Das Gefühl. Bisschen lecker Amango. Ja, oh, alles stark. Amango, die Lieblingsfrucht von Django. In der Mango Django. Rising Falcon zieht 2000 ab. Ja. Ist aber auch eine Einzelattacke eben, ne? Ja. Sag mal, Scorpios. Okay, gut. Piep, 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 piep. Schlagen uns gar nicht mal so schlecht hier. Ja. Die krieg bestimmt jetzt Amango, oder? Wahrscheinlich. Ah nein, aber guck mal, Amango sind die roten bestimmt. Ach so. Oh, easy. Easy. Wart nach oben, macht die. Level 4. Oh, das ist fällt die ist bestimmt aber, nee, die ist aber oben, oder? Die ist nicht direkt vor uns. Oder doch? Aber ich glaube nicht, dass die was macht. Ich check's mal. Ah. Okay, macht nichts. Oder ist sie doch oben noch? Vielleicht ist sie doch perspektivisch weiter oben. Da haben wir noch mehr Amango, Kirima. Werden wir uns nochmal welche zurückholen? Nee, wir haben 20. Papa hat die Taschen voll. Hä? Warte mal, ich hab's timingmäßig verpasst, glaube ich so. Ich glaube, das passiert aber nichts. Stehe ich falsch einfach? Vielleicht soll das sicher sein. Okay, vielleicht das soll es da vielleicht gar nicht sein. Vielleicht ist sie nur da zum Pusten. Ja, nur zum Rüberpusten. I don't get this. Okay. Okay, vielleicht habe ich es auch wirklich timingmäßig nur verdödelt. Da oben. Ist sie. Da ist die. Oh. Nee, das war die zweite oben. Aber die wir auch von unten gesehen haben, oder? Weiß es nicht mehr. Ja, um dich nur drumherum. Ja, stimmt. Walter Mango.
Okay. Wir müssen da rüber, ne? Die Blume ist glücklich. Die Blume ist glücklich. Okay, nur weil ich hier Kirima gegeben habe. Wir müssen auf jeden Fall nach oben da. Und die macht ja nach oben, das heißt, ja, wir müssen irgendwie da dahin. Ach ja, genau, jetzt von links. Und jetzt nach oben. Gut. Und jetzt wieder weg. Ja. Gepustet wurde ich. Lammschienen. Oh, Regals. Ausrüsten. Das alte Regal. Boah. Boah, die kicken schon ordentlich mit rein. Uah, da war ja noch ein. Was sind das für Viecher? Falsch. Bitte? Was für uns? Was für uns? Ist es Zeit für die Werbung? Noch ein bisschen, noch, ne? Ein bisschen, ne? Gleich hat mal nicht mit uns gesprochen gerade im Moment. Wir hören wieder Stimmen, Gino. Und wieder? Du weißt, ich dachte, das wäre vorbei. Du weißt, die Woche des Kusses ist nur wieder. Wir haben auch gut erwischt. Der lag in der Luft und jetzt geht er nochmal einen Punkt näher. Gucken, wie viel Absicht. 5000, ja, das ist ziemlich, gut. Das ist ziemlich Hammer. So easy. So easy. Toreut. Schon was zum Ausrüsten. Ah, ah, okay. Ein Toreut. Spielt Coletta nicht mit? Ja. Ja. Du bist gesund. Okay. Aber es trägt uns nicht nach oben, ne? Die müssen irgendwie da hochkommen, irgendwie. Ja, wir müssen uns wieder zurücktragen lassen jetzt. Mal zur Seite. Mhm. Waren wir da schon? Ja, ich glaube, es ist der Anfang hier, oder? Jetzt geht's wieder rüber. Die bringen uns nur, wir müssen auf die andere obere Seite. Hallo? Oder waren wir hier noch nicht? Könnte sein, dass es neu ist, ne? Ja. Es ist nicht der Ausgang, oder? Wo es ein bisschen danach ausschaut. Jetzt Kirima gegeben. Holen wir wieder welches zurück. Wahrscheinlich müssen wir da hoch, ha? Ja. Ah, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Hier und dann darüber, oder? EPA Mango nehme ich, sodass sie uns nicht wegpustet. Mhm. Sehr gut. Und die, der eigentlich auch da oben, oder? Weil wir müssen ja direkt darüber. Eigentlich muss die auch eine andere bekommen. Aber wie kommen. Wir probieren es jetzt mal, ne? Guck mal, was Phase ist. Oh, zu früh. Wieder zu früh. Ein Cycle abwarten. So. Oder? Ah, shit. Das heißt, die muss eigentlich. Die kommen wir da hoch. Okay, dann kommen wir nicht mit der rüber. Wir füttern die. Die bringt uns rüber. Dann lassen wir die andere verwelken. Ja. Wenn die, aber bringt die. Die müssen wir aber verwelkt lassen. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, die schubst uns da rüber. Nicht hier. Die werden wir welken. Mit der Mango. Genau, ne. Hier rüber. Was ist eigentlich, wenn du da oben stehen bleibst und aus Versehen hast du dann keine Kirimas mehr, wenn du beide tötest? Dann ist das Spiel vorbei. Achso, ja. Dann wärst du wirklich angeschisi. Jetzt. Müssen wir die aber wieder verwelken lassen. Weil die uns so sechs wegpustet. Mhm. Und nochmal Kirima zurück. Luft draußen.
Aber ja, potenziell vielleicht wäre da noch ein Gegner, der herumläuft, weil die haben auch zum Beispiel der Mango gegeben. Ja, aber da oben ja nicht. Ja, wer weiß, vielleicht fällt da noch eine Raupe runter oder so. Ach komm. Jetzt. Ich bin so klug. Hast du was am Baum? Nein, hat nichts. Jetzt können wir ganz hoch und da wahrscheinlich irgendwie rüber. Ja. Ach ja, da können wir auch hoch. Nach oben ploppt. Ja, das ist es, das ist es. Super. Bam. Und jetzt hoch. Yeah. Ja, oh, schräg hoch. Ja, das war die richtige Ruhe, das Wasserfall. Oh Gott. Aha. Nochmal hoch? Nee. Nee, die große Blume muss uns. Einmal rüber. Wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Also ist das gerade nicht hochgeplustert. Also müssen wir mit der einmal rüber und dann einmal wieder hoch. Meinst du? Vielleicht, ne? Wo pustet sie denn hin? Die pustet doch, ja? Ja. Boah. Und so mit der nicht fliegen. Okay, ah, und die andere haben wir wieder weg, okay. Da ist der Wind. Hier gehen wir auch mal. Wecken, in die Hülle rein. Was für ein Aufwand. Lass uns das mal gucken. Okay, mal hin. Boah, der hat aber ganz schön, haut ganz schön rein, ne? Boah. Okay, wir verziehen uns. Ja, aber ich würde schon. Keine Kämpfe eigentlich. Ja. Oder? Wollen wir probieren? Ja, wir können okay, immer noch. Können, ja, wir können es ja. Ja, tot, also. Leute, ihr könnt gerne auch volle Pulle, obwohl ich glaube, die hat echt Magieproblem. Die Rain kann auch nicht mehr angreifen, die hat kein TP mehr. Ach Gott. Rain, ey. 60%. Ja. So. Oh, die zaubert. Gut. Oh, das schmeckt gut. Boah, die lässt sich auch nicht staggern, ey. Mach mal einen Nurse oder sowas. Rain muss irgendwie. Ah, hat der gerade Rain gefokust? Ja, ne? Kann das sein? Ja, lieber Rain als uns. Aber ich bin auch. Die werden nur zaubern, dann wird es auch nichts mehr. Ich zieh gerade nichts mehr ab, oder? Zieh mir nichts ab? Nee. Oder nur. Wahrscheinlich nur Magie, oder? Kann das angehen? Jetzt zieht's was ab. Das ist nur Magie. Nur Magie zieht was ab. Das heißt, ja, wir brauchen gar das nichts. Das ist ja, wir können ja da genauso gut weglaufen jetzt, oder? Ich mag ihn. Dann müssen wir jetzt darauf hoffen, dass sie. Oh, ich kann auch nur First Aid. Ja, fuck it. Lass mal gucken, wie viel da noch. Ach, nein, das ist echt. Kein Bock. Nee, kein Bock. Das ist ja lustig. Kein Bock drauf. Gleich in den Schade, nächsten. Schade, ich hätte die nochmal. Ich habe das auch viel zu spät realisiert. Wenn, dann bräuchte ich eine. Kannst du was? Vibriert die ganze Zeit. Immer noch. Aber jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Tag des Baumes ja auch. Ja. Gar nicht realisiert, dass unsere physischen. Ja, also wir können gleich nochmal heilen, aber wir müssten beide Magie-Charaktere wählen. Und Genius muss in die Party rein. Genius muss auf jeden Fall rein, ja. Oder sollte nicht einer zumindest Tank sein? Damit er mal unten vorne ein bisschen ja, auffangen kann. Ist so maximal, du könntest nach vorne hingehen und da das Blocken dann reinpacken. So. So. Mal gucken. Colette ist eigentlich ganz okay. China braucht eine halbe Ewigkeit, bis sie magiert. Aber ich mach's mal so. Und ich gebe mir mal Colette. Ah, und Werbung. Okay. Okay, wir machen Werbung und dann nach der Werbung dann probieren wir den Mimik noch einmal aus. Bis gleich.